Buenos dias in Part Numero, lasst mich nicht lügen, 9 müsste es sein mittlerweile, denn ich muss auch mal gucken, dass ich auch meine Partnummerierung richtig mache. Und ich habe mir den ganzen Scheiß nochmal gegeben, nochmal gespeichert, mich einparfümiert und keine andere Wahl, als in diesen scheiß Raum reinzugehen. Na gut, das habe ich noch nicht gemacht. Das Problem, was ich mit diesem Raum habe und was auch jeder andere mit diesem Raum hat, ist, dass er eigentlich ziemlich scary sein kann. Und auch ziemlich schwierig. Und warum habe ich da oben nicht gespeichert? Dummes Stück Scheiße. Wieso geht das jetzt hier nicht? Hallo? Nehme ich Natzen? Egal. Ah, du Arschloch. Hallo? Oh oh. Komm schon! Das war schlecht! Continue. Das Bad Ending schauen wir uns nicht an, weil wir möchten uns ja auch nicht spoilern lassen. So kann ich hier nicht. Whatever. Bleibst du auf Tür? Bleib auf, du Scheiße. Ich muss jetzt da gleich rein. Hallo? Okay, komm, das schaffen wir! Haha, Bitch! Schlecht. Hallo, Rabe. Das Problem aber ist, dass er jetzt hier vorlungert. Wenn wir jetzt rausgehen, sind wir so gut wie tot. Schlafen wir deswegen erstmal ein bisschen. Vielleicht gibt der ja gleich auf. Wir schlafen mit offenen Augen. Wow, what the fuck? Wenn ich schlafe und mein Bett bewegt sich, habe ich meistens Probleme. Nee, ich lasse ich hier nicht rein, Mann. La 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 la. Ah, okay. Okay, das könnte echt noch von Nutzen werden. Okay. Let's fucking do this. Komm schon. Komm schon, beeil dich. Ah ja. Vamos a la playa! Oh oh oh! Bitch. Bin voll dumm und so. Komm ja, Klopapier an der Stirn kleben. Vollidiot. So, meine Freunde. Ja, das weiß ich. Schnell die Tür zu machen! Bitch! Ich würde eigentlich auch gerne hier die Tür zu machen, aber der kann da oben eh nicht durch. Bitch! Fuck you! Ich gehe jetzt erstmal speichern. Ich lebe! Weil du mein Atem bist, bin müde. Weil du mich wach hältst, Bitch. Bin traurig, weil du meine Xbox zerstörst. So, hallo Rabe, danke fürs Speichern, bis dann. Witzig, schwarze Katze, schwarzer Rabe. Ich frag mich, was man in Misao, dem Vorgänger von Madfather, zu sehen kriegt. Schwarze Maus, schwarzer Bettvorleger, schwarzer Paddy, man weiß es nicht. Leck mich am Arsch, Junge. Hallo? Hey, du bist gar nicht creepy. Wieso kann ich hier nicht durchgehen? Kommst du nicht durch? Was? Du bist diejenige, die mich davon abhält, weiterzugehen, oder? Kommst du nicht durch? Wieso bist du meinem Weg? Kommst du nicht durch, kommst du nicht durch. Du schon wieder. Du musst die Puppe zerstören, wenn du hier weiter willst. Verbrennen ist richtig gut und der Geist innen drin wird auch verbrennen. Und bäm! Geht die Tür kaputt. Stop!
You creepy fuck. Okay, wir verbrennen dich also. Glaubst du diesem Kind? Huh. Well, your guess is as good as mine. Creepy doll. Ich könnte es auch einfach dem vor Fraß zu werfen, ey. Wieso bist du Rabe da oben schon wieder? Ich hasse dich dafür. Katzen? Sind wir jetzt doch bei The Witch's House? Nein! Die Katze ist tot. Ja, Viola lebt immerhin. Hi, danke. Oh, fuck. Irgendwas kommt. Na komm, beweg dich. Creepy fuck, beeil dich. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier ist, weil die Puppe hier gehen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher. Boah, das war knapp. Das war richtig knapp, Leute. Okay, geh. Geh. Wir müssen uns nämlich hier drin verstecken, gehe ich einfach mal davon aus. Oh, war das knapp, Alter. Und raus. Beweg dich. Ah ja, komm schon. Mal, dass hier jetzt nicht weitergeht. Was bist du? Ist schwer zu sehen, aber es ist aus einer Puppe. What the fuck, man? Wow! Holy fuck! Hier liegt eine Gem. Damit haben wir jetzt schon 18. Bleib da bloß stehen, Mädchen. Damit haben wir jetzt schon 18. Der Hund gibt uns einen, damit sind wir bei 19. Zwei brauchen wir also noch. Vamos a la playa, oh oh. Vamos a la playa, beweg deinen Arsch. Danke. Scheiße, ey. Vor allen Dingen einmal sterben und wir sind quasi komplett tot. Was Sinn macht. So, hiermit machen wir uns jetzt ganz schnell einen Rückweg. So. Du schon wieder. Was? Motherfucker. Gut, so ist die Todesszene, wenn die Doll uns umbringt. Ich wollte es euch eigentlich nur mal zeigen, kurz. Spasti. Nein, ich möchte mir das Bad Ending nicht anschauen, danke. Ja, ich kenne es, dankeschön. Okay. Das heißt, ihr könnt doch weiter als ein Spektrum bereits sehen. Finde ich gut, macht die Sache ein bisschen interessanter. Komm, beweg dich. Danke. Move your ass. Rein hier. Tralalalalala. Tschüss. Tschüss. Hi. Wow. Edelstein. Danke. Ich weiß nicht, was das für ein Klopf ist. Ich weiß nicht, ob der hinguckt. Sicher. Come on, check your tral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 a. Scheiß auf die scheiß Barrel. Wow, okay. So, wie gehen wir jetzt vor? Run! Und jetzt? Beeil dich! Oh, you motherfucker! Danke. Soll eigentlich auch nur speichern. Hat er mich nicht gesehen? Vielleicht sind die Augen von dem Vieh schlecht. Also vorhin waren sie es auf jeden Fall nicht, Junge. Was zum Teufel? Wieso willst du ihr so stark helfen? Hilf ihr und es wird nicht mehr für uns möglich sein, normal zu werden. Wieso nicht jeden hier hintragen? Das macht viel mehr Spaß. Ah! Hör auf! Man. Ich will da gar nicht rein. Hallo? What the? Ist ein Messer in ihrer Brust.
rausziehen. Skalpell gekriegt. Ich wollte doch nur Teil deiner Familie sein. Damn. Können uns vorstellen, wer das jetzt war. Die Dolls hier. Wer weiß, was der Typ mit den Dolls gemacht hat. Die kommen wir vermutlich noch nicht durch. Nee. Schafft sie nicht. Ist verschlossen. Egal. Contains unknown things. Dann lassen wir es halt zu. Wenn sowohl das Skalpell als auch also die Creepy Doll hier nichts dran ändern können. Oder? Skalpell? Nicht Creepy Doll? Nicht. Irgendein anderes Key-Item? Nee. Nur noch 3 Gems. Hey, ein Schlüssel. Ich glaube, ich hebe ihn lieber nicht auf. Da kommt etwas. Ah nein, der Schlüssel. Hallo, mein Name ist Hund. Am liebsten fress ich Schlüssel. Nom nom nom. Hm, ist das lecker. Total metallig und so. Hm. Meine Aufgabe ist, mir den Arsch umrennen zu lassen. Also bis gleich. Oh nein, er hat den Schlüssel. Dann holen wir uns ihn mal. Komm her, du Drecksköter. Nicht dein Ernst. Deswegen hasse ich diesen Quasimodo-Mongo. Ja, du stirbst jetzt wieder. Autsch, was auch immer da gerade geplatzt ist. Boah, ich muss diesen Mongo echt mal umbringen. Ja, gib her. Ja, ich weiß, du wolltest immer nur Teil meiner Familie sein. Total traurig und so. Tschüss. Bis dann. Chip, dip, 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 dip. Was für eine Tür? Hier ist eine Tür? I'm curious about that door. Hey, ich bin von neugierig in der Tür. Hey, die Tür geht nicht auf. Wer hätte das vermuten können? Darf ich weiter nach rechts? Wunderbaren Dank. Was geht ab bei euch? Goddammit. Ich kann dich aber nicht aufschneiden oder so. Ist lustig. Fände ich den Schlüssel nämlich jetzt nicht. Irgendwas kommt. Nimm doch jetzt besser den Schlüssel einfach mit. Es kommt was. Nimm den Schlüssel mit. Nimm ihn mit, Eier! Ein Schlüssel! Ich brauch wieder 3 Jahre, um ihn aufzuheben! Hey, da kommt was! Ich lass ihn lieber liegen! Ja. Hi, ich bin der Hund, ich bin wieder da. Nachdem ich den Schlüssel gefressen und ausgekackt habe, esse ich ihn jetzt nochmal. Hm, lecker. Nom nom. Bis dann. Krieg das Monster diesmal tot. Ich will nicht nochmal ausscheißen und essen müssen. Oh nein, er ist weg. Schon wieder. Wer hätte das vermuten können? Denselben Fehler mache ich jetzt aber nicht zweimal. Ich speichere nämlich jetzt vor allen Dingen erstmal. Da braucht der Hund nämlich. Das war dumm. Ihr wollt eine Definition von dumm? Ein Fass zersägen, weil ein Monster daneben ist. Selbst der Rabe wusste, naja, wird mir hier zu fresh jetzt.